Ja, guten Morgen. Mein Name ist Holger Münch von der Süddeutschen Gemeinschaft Öhringen. Und ich habe mich heute Morgen auf den Weg gemacht, ein bisschen zu laufen. Also laufen in Form von Gehen. Lohr sagt ja laufen, also nicht rennen. Sprich, ein bisschen schleppen. Und ich habe mich jetzt hier in den tollen kleinen Weinberg niedergelassen, um einfach ein bisschen Pause zu machen noch. Und auf dem Weg hierher ist mir so die Aktion in den Kopf gekommen, was ja die Süddeutsche Gemeinschaft immer wieder mal bewirbt. Also welche Musik bewegt dich denn jetzt in dieser Zeit, in dieser jetzigen Zeit, in dieser sicherlich anderen oder auch schwierigeren Zeit? Und da habe ich so drüber nachgedacht, was Musik in meinem Leben bedeutet. Und Musik ist für mich an ganz, ganz viele schönen wie auch schwierigen Momente immer sehr wichtig gewesen. Hat ja einfach immer auch eine Rolle in meinem Leben gehabt. Und ich konnte dann nicht einmal sagen, auch welche Musikrichtung so, oder ich kann es jetzt noch nicht einmal sagen, welche Musikrichtung eigentlich das so ist, weil das kann eigentlich alles sein. Wenn ich morgens im Bad bin und da den Durchgang mache, da kann es sein, ich komme mit richtig Heavy Metal, Hardrock raus, da weiß die Family gleich schon, wie es mir geht. Kann aber auch sein, es kommt Techno, Hip-Hop oder auch mal ja, klassische Musik. Es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie es mir geht. Und ja, die Frage ist, wie geht's dir oder mir? Und vielleicht hast du die Chance, eine ruhige Stelle zu finden, einen ruhigen Ort, um dieses Video anzuschauen. Und vielleicht danach noch ein paar Minuten Zeit hast für dich selber zum Beten. Und ja, wie geht es dir? Ich habe da schon mal vor vielen Monaten mal was aufgeschrieben, habe einen Impuls und habe da viel drüber nachgedacht und habe das dann irgendwann mal aufgeschrieben und zu Papier gebracht. Und das möchte ich dir heute für den heutigen Tag einfach kurz mal vorlesen. Und ich hoffe, dass ich nicht allzu viel stotter oder in der Sache hänge, vielleicht beim Lesen. Ich bin nicht der beste Leser. Aber die Frage ist, wie geht es dir? Und wann wurdest du das letzte Mal das gefragt? Wie geht es dir? Ist eine einfache Frage, aber mit unterschiedlich leichter oder auch schwerer Antwort. Wie geht es dir? Ist eine Frage mit extremer Vielfalt in ihrer Antwort. Denn nicht nur der eigene schöne oder schlechte Zustand bestimmt die Antwort, sondern auch dein Gegenüber bestimmt die Antwort mit. Also wenn mich zum Beispiel die Verkäuferin an der Kasse fragt, wie es mir geht, dann wird das sicherlich eine andere Antwort sein, wie wenn das jetzt mich meine Frau oder mein bester Kumpel, mein Freund fragt. Bei meiner Frau oder bei meinem Freund wird die Antwort sicherlich viel persönlicher sein, vertrauter. Genau genommen wird die Antwort ehrlicher sein. Auch würde es sicherlich eine Gegenfrage geben. Ein echtes Gespräch, ein erstes Gespräch mit Fragen und Antworten in beide Richtungen. Persönlich, vertraut, ehrlich. Im persönlichen Gebet gebe ich oft die Antwort auf diese Frage, wie es mir geht, obwohl mich Gott nicht direkt danach gefragt hat. Aber er nimmt sich dieser Antwort von mir an und hört mir zu. Und in der Regel kommen die Probleme zuerst dran und dann erst kommt die Dankbarkeit. Je nach Situation und Stimmungslage bzw. nach Dringlichkeit werde ich meistens zuerst meine ganzen Probleme beim Boss los. Ganz nach dem Motto, Vater, guck mal, da läuft es wieder gar nicht. Oder könntest du nicht bitte hier am besten schnell oder vielleicht schon gestern eingreifen. Auf Platz 1 nenne ich meine gesundheitlichen Probleme. Dann die Sorgen um Frau oder für die Kinder für oder um den Arbeitsplatz und oft auch mal das knappe oder fehlende Geld. All das alles, was mich im Alltag tagsüber auch beschäftigt oder auch teils nachts bei schlaflosen Nächten beschäftigt. Oft erwarte ich, dass er mich versteht, dass er meine Probleme und Sorge ernst nimmt oder er mit mir fühlt und meine Gefühle sieht. Mich einfach versteht und ich in der Erwartung bin, dass er stets für mich da ist. Wie geht es dir? Oft folgt im Leben hierauf die Gegenfrage. Die Gegenfrage, und wie geht es dir so? Die Kommunikation geht in beide Richtungen. Und auch auf die Gegenfrage wird es hier unterschiedliche Antworten geben.
auch das, wie am Anfang auch, hier bestimmt dein Gegenüber die Ehrlichkeit und den Umfang der Antwort. Aber wie ist es denn im Gebet? Im absoluten vertrauten Gespräch mit Gott. Hast du schon mal Gott diese Frage gestellt? Wie geht es dir, Gott? Hast du schon mal darüber nachgedacht, wer oder wie Gott eigentlich ist? Können wir uns vorstellen, dass der große Unsichtbare auch so etwas wie Gefühle und Empfindungen hat? Was sind die Sorgen oder die Traurigkeiten von Gott? Wie fühlt sich Gott, wenn wir zum Beispiel an ihm zweifeln? Oder wir nicht so handeln, wie es Gott uns eigentlich vorschreibt? In der Bibel wird ganz am Anfang uns Gott als der vorgestellt, der den Menschen in seinem Bilde schuf. Dazu müssen auch menschliche Gefühlsregungen wie Liebe, Wut, Freude, Trauer, Mitleid und so weiter gehören. Wir dürfen annehmen, dass Gott genauso empfinden kann wie wir selbst. Und daher auch genau weiß, wie es uns geht. Wie beruhigend, dass Gott in Jesus Mensch wurde und damit definitiv mitbekommen hat, wie unsere menschlichen Gefühle sind, weil er uns aus der menschlichen Perspektive kennengelernt hat. Mehr kann man nicht tun, um zu zeigen, wie sehr er auf uns eingehen will und eingehen kann. Wir sollten und wir dürften öfters fragen, wie es Gott geht. Versuchen wir zu erkennen, was ihn traurig macht in unserem Tun und Handeln. Und vielleicht sollte mir vor unserer Antwort im Gebet die Frage anders stellen und vielleicht mit der Frage beginnen: Wie geht's dir eigentlich, Herr? Was ist dir, Herr, momentan wichtig? Willst du mich daran teilhaben lassen, was gerade deine Prioritäten sind? Womit setzt du dich Gott gerade auseinander? Gerne will ich mich dem hier anschließen. Und ich bin mir sicher, wenn ich mir wirklich Zeit nehme, dann teilt mir Gott manchmal seine Gedanken und Themen. Damit gibt er mir eine Richtung und Antwort auf das, was er mit mir vorhat. Somit wird mein Gebet ein echtes Gespräch zwischen mir und Gott. Eine Kommunikation in beide Richtungen. Persönlich, vertraut und ehrlich. Wegweisend. Gute Nachricht, Bibel, Psalm 32, Vers 8. Der Herr hat mir geantwortet: Ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. So frage ich dich heute: Wie geht es dir? Und vielleicht kannst du mit dem nächsten Lied, was mich bewegt immer, vielleicht in dich kehren und es Gott fragen.